Da die Achtsamkeit von solch besonderer Bedeutung auf dem spirituellen Pfad ist, möchte ich auch die beiden restlichen Grundlagen der Achtsamkeit noch erklären. Wir haben bereits davon gesprochen, wieso Achtsamkeit unumgänglich der erste Schritt sein muss, um überhaupt etwas zu erkennen. Wir können es Achtsamkeit nennen, wir können es Erkennen nennen, wir können es sich selbst kennenlernen nennen, wir können es Aufpassen nennen, wir können es nennen, wie wir wollen. Wir müssen nur diese Geistesformation immer wieder hochbringen, nach innen lenken, um uns selbst kennenzulernen. Das erste war der Körper, heißt auf Pali Kaya Nupassana, Kaya, K-A-Y-A, ist der Körper, Kaya Nupassana. Und das zweite war Vedana Nupassana, Vedana, das Gefühl, V-E-D-A-N-A. Da haben wir davon gesprochen, dass wir zwei Ebenen haben. Das eine sind die drei Arten der Gefühle und das andere sind unsere Emotionen. In der Meditation haben wir den Körperachtsamkeit bei der Atembetrachtung, bei der Gehmeditation und die Gefühlsbetrachtung bei der Stück-für-Stück-Meditation. Alle Meditationsmethoden sind natürlich mit Achtsamkeit verbunden. Ohne Achtsamkeit gibt es keine Meditation. Man braucht mehrere Bedingungen, die so erfüllend sind, um gut meditieren zu können, die man allmählich lernt. Eine Bedingung ist Geduld. Geduld mit sich selbst. Was auch liebende Güte mit sich selbst ist. Wenn man keine Geduld mit sich selbst hat, dann fehlt es an der Liebe. Es ist wie ein Kind erziehen. Wenn man mit dem Kind keine Geduld hat, sondern erwartet, dass es sofort die Dinge kann und gehorcht, so wird man Schwierigkeiten haben. Natürlich platzt einem manchmal die Geduld. Aber dann muss man sie sich wieder vorholen. Das muss man merken. Und man muss sich selbst genauso liebevoll behandeln, wie eine Mutter ihr Kind behandelt. Mit Weisheit, mit Vernunft, mit Geduld, aber mit Stetigkeit. Und dann wird schon was draus aus der Meditation. Nicht jeder ist gewillt, diese Charaktereigenschaften in sich zu entwickeln. Sie hören sich zwar sehr interessant und sehr gut an, klar, aber nicht jeder ist gewillt, dafür Zeit und Energie zu geben. Und das ist einzig und allein eine Wahl, die man trifft. Die Achtsamkeit ist auch, man könnte sagen, eine Charaktereigenschaft. Es ist nicht nur eine Geistesformation. Wenn man diese Geistesformation lange genug geübt hat, dann wird es eine Charaktereigenschaft. Man passt auf. Viele Dinge im Leben, die wir schon so oft gemacht haben, dass wir es gar nicht mehr zählen können, sind einfach Gewohnheit geworden. Und in diesen Gewohnheiten haben wir natürlich gute und schlechte. Die guten Gewohnheiten sind unsere Charaktereigenschaften und die schlechten auch. Die Achtsamkeit ist eine sehr gute Gewohnheit. Und wenn das so in uns selbstverständlich geworden ist, dass wir auf uns selbst aufpassen, wie eine Mutter auf ihr Kind aufpasst, damit es gut aufwächst und die Dinge tut, die ihm hilfreich sein werden im Leben, dann haben wir eine gewohnheitsmäßige Haltung uns selbst gegenüber. Diese gewohnheitsmäßige Haltung uns selbst gegenüber ist notwendig. Sie hat mit Liebe zu tun, mit Geduld, mit Weisheit, mit Vernunft, mit all den Dingen, wie man eben einen geliebten Menschen dazu erzieht, dass er die
einfachste Art und Weise und das Schönste im Leben erleben kann. Die Meditation hilft uns, bringt uns das bei, aber wir müssen uns im täglichen Leben weiterführen. Das haben wir auch schon besprochen. Die dritte Grundlage der Achtsamkeit heißt auf Pali Cittanupassana, C-I-T-T-A, Citta. Das Wort Citta hat mehrere Bedeutungen, wie das sehr häufig im Pali vorkommt. Und es bleibt einem eigentlich überlassen, wie man das übersetzt. Da sind natürlich einige schon althergebrachte Übersetzungen. Im Prinzip heißt Citta Geist. Es kann auch Herz heißen. Es bedeutet all das, was in uns vorgeht. Aber hier, bei der dritten Grundlage der Achtsamkeit, wird es sehr oft als Bewusstsein übersetzt, womit der Geist ja überhaupt erst ins Rollen kommt. Das wird manchmal so erklärt: Ein Mensch sitzt unter einem Mangobaum und ist schläfrig und ist eingeschlafen. Und dann fällt eine Mango ihm auf den Kopf. Und dann kommt sein Bewusstsein erstmal wieder zum Leben. Bis dahin war das Bewusstsein sozusagen im Schlaf. Daher wird das Wort Citta auch oft mit Bewusstsein übersetzt, weil es eben den Geist ins Rollen bringt. Nachdem er nun diesen Schlag auf den Kopf bekommen hat, wird er wahrscheinlich sich ärgern oder irgend so etwas. Da kann er also seinen Geist wieder verwenden. Aber auch das ist bei der Achtsamkeitübung etwas schwer zu verstehen. Es ist möglich, sich vorzustellen und dann auch zu üben, dass man seine Bewusstseinszustände untersucht. Aber ich ziehe vor, in diesem Fall das Wort Gemütsstimmung zu benutzen. Und diese Gemütsstimmungen in sich zu erkennen, bevor sie in Gedanken, Emotionen und Reaktionen ausgeartet haben. Ein Beispiel dafür ist, wenn einem alles zum Beispiel sehr bedrückt vorkommt, die eigene Gemütsstimmung untersuchen. Fühle ich mich bedrückt? Dann habe ich davor, bevor ich überhaupt diese Konstruktion mache, dass andere Menschen bedrückt sind, habe ich erkannt, dass ich mich bedrückt fühle. Und dann kann ich was unternehmen. Die anderen von ihrer Bedrückung zu befreien, ist wohl unmöglich. Also muss ich was mit mir selber unternehmen. So kann man sehr großen Vorteil davon haben, und zwar vor allen Dingen dadurch, dass wenn wir unsere eigenen Gemütsstimmungen erkennen und untersuchen, wir höchstwahrscheinlich merken, dass wir eine Grundgemütsstimmung haben, mit der wir immer wieder in die alten Gedanken- und Reaktionsmuster verfallen. Nun gibt es Menschen, die haben eine grundlegende Frohsinnsgemütsstimmung. Denen geht es im Allgemeinen recht gut. Da muss schon was passieren. Irgendwas. Irgendjemand sagt was, tut was, ärgern sich und dann saust die Stimmung ab. Aber im Prinzip sind sie fröhlich. Mit den Menschen sind auch andere gern zusammen und sie machen sich das Leben nicht unnütz schwer. Sie sind im Allgemeinen Giertypen, haben nicht viel Hass, können daher auch im Allgemeinen recht gut meditieren. Die Giertypen können viel besser meditieren als die Hasstypen. Aber sie vergessen es auch immer zwischendurch, dass sie es machen sollen. Müssen immer wieder angekurbelt werden. Und in ihrem Leben sind sie in der Lage,
im Allgemeinen das Gute zu sehen. Natürlich nicht immer, aber dennoch häufig. Und auf dieser Ebene, da sie sich das Leben auch nicht unnütz schwer machen, haben sie es schwieriger, Einsicht zu bekommen. Das Leben plätschert. Was kann schon so schwierig sein, dass man sich damit Einsichten beschäftigen muss? Wir haben also große Vorteile, aber auch diesen sehr bedeutsamen Nachteil. Die Hasstypen, die haben eine Grundstimmung von Verneinung. Das meiste, was geschieht, passt ihnen nicht. Sie wissen gar nicht, wieso es ihnen nicht passt. Haben es noch gar nicht untersucht, es passt ihnen einfach nicht. Wenn sie es untersuchen sollten, kommen sie meistens mit der Antwort an, ja, es läuft doch alles falsch auf der Welt. Das hat sogar meine 4-jährige Enkelin bereits fertiggebracht. Die habe ich gefragt, wieso sie schreit. So viel und so oft. Und da hat sie mir gesagt, erstens mal hören ihre Eltern nicht auf sie. Machen nicht, was sie wollen, was natürlich stimmt. Und zweitens mal läuft alles falsch. Also sie hat eine Grundstimmung von Ablehnung. Und im Moment, mit 4 Jahren, gibt sie das kund, indem sie laut schreit. Das tun wir nicht, wir schreien nicht laut, aber innerlich schreien wir. Es läuft nicht richtig, die anderen machen nicht, was wir wollen. Wieso sollten sie auch? Die sind ja damit beschäftigt, dass andere wieder machen sollen, was sie wollen. Also es ist sozusagen eine Art Teufelskreis. Und ich fand das hochinteressant, dass eine 4-Jährige das bereits erkannt hat. Sie kann natürlich nichts gegen tun. Aber wir können etwas dagegen tun. Gegen unsere eigenen Reaktionen. Sie ist ihnen vorläufig noch ausgeliefert. Ich habe vor, mich weiter mit ihr darüber zu unterhalten. Aber das wird noch eine Weile dauern, bis da was geschieht. Wenn wir also in der Lage sind, unsere eigenen Gemütsstimmungen einmal wirklich zu erkennen, sehen wir ein Muster. Es wird, um es mal ganz vereinfacht zu sagen, auf 2 Seiten zu finden sein. Frohsinnig oder fröhlich oder verneinend, ablehnend, häufig auch schwermütig. Wenn ihr eine schwermütige Gemütsstimmung als gewohnheitsmäßiges Muster habe und das erkenne, dann ist es äußerst wichtig, dagegen zu arbeiten. Denn das bringt sehr leicht Depressionen und Unfähigkeit überhaupt zu praktizieren, weil das ja schon ein Extrem ist. Schwermut ist ja schon ein Extrem. Das andere, was wir erleben können, diese Verneinung, die Ablehnung, Dinge funktionieren nicht richtig, und wir daher uns dagegen auflehnen und diese Auflehnungsstimmung in uns haben, das ist nicht schwer erkennbar und vor allen Dingen nicht zu rechtfertigen. Solange wir es rechtfertigen, können wir nichts dran ändern. Dann suchen wir das Gegenteil davon und die Gegensätze durch unsere Sinneskontakte. Was natürlich auch nicht funktioniert. Ab und zu schon und sehr häufig nicht. Es lohnt sich also, die Gemütsstimmung, die wir haben, so zu erkennen, dass sie nicht erst in Hass- oder Gierreaktionen sich verwandeln muss, weil wir sie gar nicht erkannt haben, sondern dass wir sie schon bei der Gemütsstimmung, beim Erkennen dieser Stimmung, verwandeln.
Ablehnung und Widerwillen ist unter der Rubrik Hass. Im Allgemeinen muss man, wenn man sie verwandeln will, untersuchen, wieso. Das Einfache nur ersetzen, was zwar der Buddha sehr empfohlen hat, mit dem Gegenteil ersetzen, ist vor allen Dingen am Anfang der Praxis äußerst schwierig. Wenn man negativ empfindet, sehr schwierig, das gleich umzuändern in positiv. Wenn man es kann, wunderbar. Aber wenn es nicht gelingt, und das ist anzunehmen, dass es vielen und oft nicht gelingt, dann ist eine Untersuchung von sich selber angesagt. Wieso habe ich diese Gemütsstimmung? Und dann sucht sich der Geist natürlich lauter Gründe. Und diese Gründe sind im Allgemeinen jemand anders. Oder aber die Welt im Allgemeinen. Aber sind das genügend Gründe, um negativ, ablehnend, widerwillig zu empfinden? Es sind Gründe einzig und allein, um die Welt zu erkennen. Die Dinge so zu sehen, wie sie wirklich sind. Das ist vernünftig. Sie abzulehnen, ist total unvernünftig. Denn wir sind ja nun mal hier, ne? Und nachdem wir nun schon mal hier sind, dann müssen wir damit fertig werden irgendwie. Auf eine Art und Weise, die uns das spirituelle Wachstum ermöglicht. Das heißt also, wenn wir die Gemütsstimmung erkennen, dann bevor wir reagieren, so haben wir einen großen Schritt getan, um unsere Reaktionen einmal fallen zu lassen und selber besser kennenzulernen. Sollte die Gemütsstimmung eine positive sein, so ist sie natürlich zu begrüßen. Da muss man nur darauf aufpassen, dass man nicht glaubt oder reagiert auf diese positive Gemütsstimmung, dass man noch irgendwelche Sinneskontakte braucht, um diese Gemütsstimmung am Leben zu erhalten. Was Schönes essen, was Hübsches sehen, was Nettes hören, was Interessantes denken, berühren und so weiter. Dabei muss man da aufpassen. Das fällt dem Menschen, der diese Frohsinnung hat, oft schwer zu erkennen, dass er jetzt wieder einen neuen Sinneskontakt sucht, um diese Stimmung auch aufrechtzuerhalten. Dazu braucht man Achtsamkeit. Derjenige, der die negative Gemütsstimmung hat, hat den großen Vorteil, dass er unbedingt praktizieren möchte, weil es sich nicht gut anfühlt. Er kommt natürlich erst dann zum Praktizieren, wenn er gemerkt hat, dass man das ändern kann und dass man nicht etwas außerhalb von sich selbst zu beschuldigen braucht. Und ich möchte das, nachdem ich mindestens doch schon 3 oder 4 Mal gesagt habe, noch einmal sagen. Der spirituelle Pfad fängt an, wenn man merkt, dass es alles bei einem selbst innen vorgeht. Dass kein anderer etwas damit zu tun hat. Da fängt man an, mit sich zu arbeiten. Das verlangt eine innere Ehrlichkeit, eine Wahrhaftigkeit sich selbst gegenüber. Dazu gehört auch die Achtsamkeit auf die Gemütsstimmung. Wenn man zum Beispiel merkt, dass die Gemütsstimmung wirklich negativ und ablehnend ist und es sich nur noch um Sekunden handeln kann, bis man etwas sagt, das bestimmt nicht glückbringend ist, das ist der Moment, wo man nach innen gehen muss und kann, um zu sehen, wieso, wozu. Wozu habe ich das? Muss ich jetzt etwas unternehmen, um das nach außen zu bringen? Oder kann ich schon in mir selber etwas tun? Das ist spirituelle Praxis. Wie man das sonst nennt, ist ganz egal. Was man dafür Namen gibt. Namen sind sowieso
Konzepte und haben keine absolute Realität. Sie sind nur hilfreich. Es ist eine Achtsamkeitsübung, die recht viel Konzentration bedarf. Und hat man schon praktiziert und meditiert, so dürfte die Konzentration genügen, um diese Stimmung zu erkennen. Der Mensch, der also mehr auf die negative Seite lehnt, und seltsamerweise ist es, glaube ich, so, jedenfalls von meiner Erfahrung, dass mehr Menschen die negativen Gemütsstimmungen als Muster in sich haben. Es gibt weniger Menschen mit den Frohsinn-Gemütsstimmungen. Aber das kann auch daran liegen, was auch ganz logisch wäre, dass die mit den negativen Gemütsstimmungen es für wichtig halten, das zu ändern und daher zum Meditationskurs kommen. Wogegen die anderen, denen geht es ja ganz gut, die bleiben zu Hause. Daran kann es auch liegen. Das kann man nicht wissen. Aber auf jeden Fall haben die, die mit den negativen Gemütsstimmungen zu tun haben, einen richtigen Ansporn. Weil es fühlt sich innerlich nicht gut an. Es ist ständig mit irgendwelchen Schwierigkeiten verbunden. Und da der Mensch ja noch nicht, dem das so geht, nicht erleuchtet ist, so hat er nicht nur mit sich selbst Schwierigkeiten, sondern mit seiner Umwelt. Denn die Umwelt wird mit hineingezogen in die Gemütsstimmung. Und das ist etwas, was jedem passiert, der nicht aufpasst. Dass diese Gemütsstimmungen die Umwelt bestimmen und beeinflussen, das heißt, dass wir uns beeinflussen lassen. Wenn also jemand ins Zimmer kommt, der ablehnend und widerwillig und ärgerlich und negativ eingestellt ist, so lassen wir uns davon beeinflussen. Auch das Gegenteil von jemand, der fröhlich und Frohsinn hat. Das ist total unnötig. Aber dennoch ist es eine typisch menschliche Reaktion. Wenn wir das merken, ist es uns vielleicht möglich, festzustellen, dass nicht einmal unsere Gemütsstimmung, unser Bewusstsein uns gehört. Dass wir noch nicht mal davon ein Ich ableiten können. Denn wenn wir das könnten, wieso lässt sich denn das beeinflussen von jemand anders? Plötzlich hat es ein ganz anderes Gefühl in sich, weil ein anderer anders empfindet. Immer wieder ist es möglich, das zu erkennen. Aber man muss seinen Geist dorthin lenken. Und das ist noch ein ganz wichtiger Punkt. Nichts wird uns klar, wo wir nicht den Geist hinlenken. Nichts können wir erkennen, wo wir nicht den Geist speziell hinlenken. Wir können das mit unserer Optik vergleichen. Wir können nicht sehen, wo wir nicht hingucken. Das ist genau dasselbe mit dem Geist. Wir können nichts wissen, wo wir nicht mit dem Geist hinschauen. Der Buddha wurde einmal gefragt, ob er allwissend ist. Da hat er gesagt, er weiß das, wo er seinen Geist hinlenkt. Natürlich, wo immer er ihn hinlenkt. Das ist uns vielleicht im Moment noch versagt. Aber wir müssen daraus entnehmen können, dass es uns vielleicht von großem Vorteil sein könnte, wenn wir unseren Geist einmal nach innen lenken, um dort festzustellen, was sich da abspielt. Die Achtsamkeit. Achtsamkeit ist eine Geistesformation, wird aber auch eine Charaktereigenschaft, wenn wir es gewohnheitsmäßig tun. Dieses Erkennen der Gemütsstimmung ist das Schwierigste von den vier Grundlagen, weil es sich nicht sehr äußert. Es bleibt innen in einem. Es äußert sich erst im nächsten Schritt, nämlich in dem, was wir entweder
denken oder sagen oder vielleicht auch tun. Und wenn uns das im Moment noch nicht gelingt, so haben wir die vierte Grundlage der Achtsamkeit. Und die haben wir in der Meditation praktiziert. Die abschweifenden Gedanken zu etikettieren. Etikett draufkleben. Im täglichen Leben sind das keine abschweifenden Gedanken, sondern im täglichen Leben ist es der Inhalt der Gedanken. Das heißt auf Pali Dhammanupassana. Und das Wort Dhamma, D-H-A-M-M-A, hat sehr viele verschiedene Bedeutungen. Das heißt, auf einer Ebene heißt es die Lehre des Buddhas. Auf einer anderen Ebene heißt es die Phänomene. Und das heißt es hier. Die Gedankenphänomene, die sich bei uns immer wieder breit machen. Und da sind vom Buddha bedeutsame Hilfsmittel erklärt worden, um zu erkennen, welche Gedanken wir ruhig weiterführen können und welche wir so schnell wie möglich ablegen, loslassen, ersetzen sollten. Dieser Vorgang des Ablegen und Ersetzens wird auch die vier großen Anstrengungen genannt. Die vier großen Anstrengungen sind vier der 37 Erleuchtungsfaktoren. Das heißt also, sie sind sehr wichtig. Sie heißen groß, weil es nicht so einfach ist, wie es sich anhört, aber auch, weil sie großen Gewinn bringen. Um diese vier großen Anstrengungen zu machen, ist die Meditation eine Unterstützung, weil sie uns hilft, uns selbst kennenzulernen und sie hilft uns, unseren Geist einmal auf einem Punkt zu belassen. Aber das genügt nicht. Diese vier großen Anstrengungen müssen wir im täglichen Leben machen. Nur dann haben wir eine Chance, dass sich dieser Läuterungsprozess einmal so selbstständig macht, dass er immer weiter fortschreitet, dass es gewohnheitsmäßig wird. Wenn wir ständig mit uns selbst zu tun haben, dass da immer wieder so viel Unreines hochkommt, mit dem wir kämpfen müssen, so ist das ein schwieriger Prozess. Die Meditation erleichtert den Prozess. Sie nimmt uns nicht die Arbeit ab, aber sie erleichtert es, weil der Geist viel mehr sich nach einem Punkt richten kann. Diese vier großen Anstrengungen heißen: Ein unheilsamen Gedanken, der noch nicht aufgekommen ist, nicht aufkommen lassen. Ein unheilsamen Gedanken, der schon aufgekommen ist, nicht weiterführen. Ein heilsamen Gedanken, der noch nicht aufgekommen ist, aufkommen lassen. Und ein heilsamen Gedanken, der schon aufgekommen ist, weiterführen. Es bedeutet ganz einfach, dass wir erkennen, was heilsam und unheilsam ist und das Unheilsame nicht rechtfertigen, entschuldigen, jemand anders beschuldigen, sondern wissen, es gibt nichts anderes, als es loszulassen. Das Loslassen wird uns nicht immer gelingen, es wird nicht immer gleich gelingen. Je schneller es uns gelingt, desto besser. Damit es nicht erst ganz tiefe Wurzeln in uns schlägt, so dass wir es immer wieder erleben und eine große Schwierigkeit haben, es loszuwerden. Aber das ist Übungssache. Und es ist so, dass wenn wir ein spirituelles Leben für wichtig halten, dann müssen diese vier großen Anstrengungen ein Teil, ein ganz bedeutsamer Teil unseres täglichen Lebens sein. Ohne das ist alles materiell. Weil wir glauben ja, irgendjemand macht irgendwas. Irgendjemand hat genau dieselben Schwierigkeiten wie wir. Und der muss auch was machen für sich. Es wird immer wieder vergessen. Und wird auch auf vielen Ebenen sogar unterstützt, dass man andere Menschen verantwortlich macht.
Aber die unheilsamen Gedanken, die wir haben, wenn man sich das mal einen Moment überlegt, wie kann man da jemand anders verantwortlich machen? Wozu denn? Da ist nichts weiter passiert, als dass wir reagieren. Das Erste, die unheilsamen Gedanken nicht aufkommen lassen, die noch nicht aufgekommen sind, ist das Vermeiden dieser Gedanken. Das ist das Schwierigste. Denn da muss man erstens einmal vielleicht schon die Gemütsstimmung erkannt haben, das ist eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit ist, dass man spürt, in sich spürt, jetzt ist was im Anziehen und es gar nicht erst überhaupt sich entwickeln lässt, sondern ersetzt. Das zu erkennen bedeutet, dass man seine eigenen Gefühle, denn solche unheilsamen Gedanken schicken im Allgemeinen Gefühle voraus, deutlich erkennen kann. Dazu hilft uns die Stück-für-Stück-Meditation. Aber ohne Achtsamkeit im täglichen Leben geht es dann auch nicht. Es wird sehr häufig geglaubt, dass man diese negativen Gefühle, die da hochkommen, unbedingt erleben muss. Da sollte man sich mal fragen, wieso eigentlich? Wozu? Wozu muss man die unbedingt erleben? Wenn man in der Lage ist, das zu vermeiden und sich dem Positiven, Heilsamen zuzuwenden, hat man einen großen Schritt getan, der einem auf jeder Ebene, auf dem Alltagsebene und der Meditationsebene unterstützt. Die Negativitäten, die da hochkommen in den Gedanken, die bringen nichts weiter wie Feindseligkeiten, wenn wir sie in Worte kleiden, was wir ja auch öfter tun. Und Feindseligkeiten, die sich bei uns im Herzen festsetzen, bringen kein Glück, weder für uns noch für andere. Der zweite Schritt ist einfacher. Wenn der unheilsame Gedanke bereits entstanden ist, ist er einfacher zu erkennen. Und ihn dann umzuwandeln, loszulassen, zu erkennen, dass wir nur uns selber schaden, ist einfacher als den Gedanken überhaupt erst zu vermeiden. Bei den unheilsamen Inhalt der Gedanken hat der Buddha die 5 Hindernisse aufgezählt. Diese 5 Hindernisse sollte man auswendig können. Sinnliche Begierde, Übelwollen, Lässigkeit und Trägheit, Unruhe und Rastlosigkeit, Sorgen machen sich und Zweifelsucht. Eine Zweifelsucht, die auch den Geist sehr in Unannehmlichkeiten bringt, weil man sich nicht hingeben kann. Denn ein Geist oder ein Herz, das Zweifelsucht in sich tragen, können nicht wirklich lieben. Wir glauben immer, dass wir an bestimmten Dingen nur zweifeln. Das stimmt aber nicht. Genau wie wir glauben, dass wir bestimmte Menschen lieben. Das stimmt auch nicht. Entweder unser Herz hat sich entwickelt zur Liebesfähigkeit und hat die Zweifelsucht abgeworfen, oder aber wir haben sie noch, dann ist unsere Liebesfähigkeit Anhänglichkeit und unsere Zweifelsucht Negativität. Wir können die Zweifelsucht ablegen, ohne dass wir die Fähigkeit verlieren, das Gute vom Schlechten zu unterscheiden. Es hat nichts mit Unterscheidungsvermögen zu tun. Das sind ganz andere Worte. Zweifelsucht ist ganz etwas anderes als Unterscheidungsvermögen. Eine Zweifelsucht ist etwas, wo der Mensch sich immer wieder zurücknimmt und sagt, ach, vielleicht ist das doch nicht so gut. Oder das ist doch nicht das Richtige. Oder ich muss das erst selber mal untersuchen.
Er ist nicht in der Lage, so wie ein Kind die Hand der Mutter nimmt, um über die belebte Straße herübergeführt zu werden, sich ihr mit Vertrauen nähert und sich mit ihr mit Vertrauen die Hand hält und einfach führen lässt. Vertrauen ist Liebe. Wir können nur Vertrauen zu dem haben, was wir lieben. Daher ist Zweifelsucht entgegen der Liebe. Und natürlich entgegen dem Vertrauen, das ist klar. Viele Menschen haben Angst, dass ihr Vertrauen, das sie irgendjemanden schenken, missbraucht wird. Haben es vielleicht auch schon erlebt. Auf dem spirituellen Pfad, den der Buddha uns gezeigt hat, kann unser Vertrauen nie missbraucht werden. Da ist niemand, der es missbraucht. Es ist ein Ideal, es ist ein Weg der Erläuterung, es ist eine Tradition, es ist etwas, was den Menschen immer wieder zur Reinigung bringt. Da ist niemand und nichts, was unser Vertrauen missbrauchen kann. Wenn wir uns allerdings an einen Menschen anhängen und von diesem Menschen irgendetwas erwarten, das kann es sehr leicht sein, dass wir enttäuscht werden. Deswegen hat der Buddha die ganze Guru-Wirtschaft vollkommen abgelehnt. Und wenn der Guru noch so entwickelt ist, Menschen können einen immer enttäuschen. Das Ideal des spirituellen Lebens kann das nie tun. Da ist nichts, was einen enttäuschen kann. Der Einzige, der einen vielleicht dabei noch enttäuschen kann, ist man selber, wenn man zu große Erwartungen für sich selber hat. Die sollen wir ja auch nicht haben, sondern einfach tun und machen, immer weitermachen. Haben wir allerdings irrsinnige, hohe Erwartungen von uns selber und auch vielleicht einen Persönlichkeitskult mit uns selber, dass wir schon glauben, wer sind, wer weiß, wie sehr entwickelt auf diesem Pfad und merken dann plötzlich, dass wir wütend werden, naja, dann sind wir natürlich enttäuscht. Aber das ist auch der Einzige, der uns hierbei enttäuschen kann. Das ist der Einzige, auf den wir auch keine Erwartungen legen sollen. Mensch sein ist schwierig. Ein guter Mensch zu sein ist noch schwieriger. Das bedeutet Arbeit. Und das ist diese ganze Sache. Und auch weil es natürlich Arbeit bedeutet, ist es nicht so populär, wie es sein könnte. Aber das schadet nichts. Der Buddha hat ja selbst gesagt, es gibt nur wenige Leute mit wenig Staub auf den Augen. Verglichen mit der Masse der Menschen, die auf dem Erdball leben. Diese Art des Erkennens, des unheilsamen Inhaltes unserer Gedanken oder auch unserer Emotionen, die sich mit den Gedanken vermengen. Das ist der wichtige Punkt der vierten Grundlage der Achtsamkeit. Und ohne diese vierte Grundlage der Achtsamkeit lernen wir uns selbst nicht kennen und können auch nichts unternehmen. Diejenigen, die schon länger bei dieser Praxis dabei sind, wissen ganz genau, dass gerade diese Arbeit ihr Leben verändert hat. Wie weit es das Leben verändert hat, hängt einzig und allein davon ab, wie oft es ihnen gelingt, das Unheilsame mit dem Heilsamen zu ersetzen. Auf jeden Fall verändert es das Leben insofern, dass man weiß, dass das Unheilsame hochgekommen ist und man nicht mehr glaubt, dass die Umwelt um einen herum daran schuld ist. Unsere Umwelt, die direkte Umwelt, in der wir leben, zeigt uns ganz deutlich, was in uns selbst vorgeht, unsere Umwelt als Spiegel. Wir können nur erkennen, was wir in uns selber haben.
Und darum heißt es auch, nur ein Buddha erkennt einen Buddha. Wir wissen nicht, wie ein Erleuchteter ist, weil wir das noch nicht erlebt haben. Wir wissen ganz genau, wie es ist, wenn jemand ärgerlich ist, wütend ist, ablehnend ist, negativ ist. Das haben wir alle schon erlebt. Können wir genau erkennen. Wenn unsere Umwelt uns Negativitäten zeigt, so ist der Moment gekommen, noch einmal stärker in sich hineinzuschauen, um festzustellen, wie oft die eigenen Negativitäten sich äußern. Umwelt macht mit. Je stärker die Herzenskraft in einem ist, desto mehr ist natürlich die Umwelt beeinflusst. Das ist auf beiden Seiten, auf der guten und der schlechten Seite. Wir sind so beeinflussbar, dass wir uns auch von dem Schlechten sehr beeinflussen lassen. Aber wir beeinflussen. Verantwortungsgefühl ist notwendig, um zu wissen, dass wir eine Verantwortung tragen für die Menschen um uns herum. Ob die nun zur Familie gehören, zum Arbeitsplatz, zu den Menschen, die wir nur manchmal treffen, öfter treffen, Freunde sind, Bekannte oder Verwandte. Ganz egal, wer das ist. Unsere Umwelt ist von uns beeinflusst. Es gibt nur noch Teilnehmer. Es gibt keinen Beobachter. Und das müssen wir einmal so fest in uns verankern, dass wir dieses Verantwortungsgefühl auch wirklich leben und uns nicht immer wieder mit unseren Negativitäten beschäftigen und mit ihnen herumspielen und irgendwas suchen, wie man die auf irgendjemand anders abwälzen könnte, sondern wirklich einmal wissen, wir haben Verantwortung für die Menschen um uns herum. Und ich kann diese Verantwortung nur wirklich in Kraft setzen, wenn ich mich selber läutere. Nur dann kommt die Kraft. Das Unheilsame, die unheilsamen Inhalt der Gedanken zu etikettieren mit einem der 5 Hindernisse ist äußerst hilfreich. Sinnliche Begierde, Übelwollen, Lässigkeit und Trägheit des Geistes, Rastlosigkeit, Unruhe und Zweifelsucht. Sich diese 5 Dinge zu merken, ist ganz einfach. Diese 5 Geistesformationen, Eigenschaften sind Feinde von uns. Sie sind keine Freunde. Diese Feinde in unseren Herz und Geist hineinzulassen, ist unsinnig. Jeder tut's. Wenn man es merkt, wird man wohl eines Tages aufhören damit. Sich überhaupt mit denen abzugeben, ist genau so, als ob man sich in eine Kriegszone begibt, freiwillig, wo geschossen wird. Genauso unsinnig. Man will gar nicht erschossen werden. Man begibt sich dahin, wo man nicht nachgedacht hat darüber. Wenn man anfängt, darüber nachzudenken, wird einem ganz klar, dass man diese 5 überhaupt nicht braucht. Davon sind die beiden ersten die stärksten. Das ist klar. Gier und Hass. Die Suche nach der Befriedigung der Sinne und dieses Übelwollen, Ärger und Ablehnung. Das sind die beiden stärksten, die uns immer wieder natürlich auf Abwege leiten. Wenn wir also diese 5 Namen erstmal wissen, so haben wir diesen Feinden schon mal eine Identifikation gegeben, die es uns vielleicht erleichtert, sie zu erkennen.
Sie verkleiden sich sehr häufig als Freunde. Vor allen Dingen das Erste. Die Begierde für die Sinnesbefriedigung verkleidet sich als Freund und sagt, wenn du das jetzt kriegst, dann ist alles in Ordnung. Oder den jetzt kriegst, oder die jetzt kriegst, dann ist alles gelaufen. Und was ist gelaufen? Gar nichts. Und dann denkt sich dieser erste Hindernis wieder was Neues aus. Und sagt, naja, also das war's nicht, aber ich weiß was Neues. Und das Neue wird dann ausprobiert. Also das ist eine, gerade bei diesem ersten Hindernis, ein sehr häufiges Erlebnis, dass sich das als Freund verkleidet. Nur bei dem zweiten, mit dem Übelwollen, ist das auch durchaus möglich. Der Ärger. Der Ärger, die Ablehnung, der Widerwillen und so weiter. Das verkleidet sich als Freund, indem man sich einredet, man muss die Welt verbessern, weil da irgendetwas nicht richtig läuft und daher muss man Ablehnung, Ärger, Widerwillen haben und das auch wahrscheinlich noch sagen oder noch was tun dagegen. Oder weil die Menschen um einen herum überhaupt nicht verstehen, um was es geht, muss man sie also sie ausschimpfen oder irgendetwas tun, damit es sich ändert. Das heißt also, auch diese zweite, der Ärger, der ja unangenehm ist, verkleidet sich und sagt, das ist doch ganz berechtigt, ich muss doch hier was unternehmen, ich weiß doch viel besser. Untersuchen, kennenlernen. Wenn einer einen fragt, dann ist das etwas anderes. Wenn jemand fragt, wie soll ich in dieser Situation handeln? Aber wenn einer gar nicht fragt, dann ist überhaupt da gar nichts, was wir zu tun haben. Wir haben nur zu tun, unseren Ärger loszulassen. Sollte uns jemand fragen, wie etwas zu handhaben, so hat auch dafür der Buddha eine sehr nutzbringende Formel gehabt, um uns zu helfen, damit fertig zu werden und nicht Feindseligkeiten darauf zu beschwören. Er hat gesagt, wenn wir etwas wissen, was am anderen wehtun kann und es ist unwahr, nicht sagen. Wenn wir etwas wissen, was einem anderen helfen kann und es ist unwahr, nicht sagen. Wenn wir etwas wissen, was einem anderen wehtun kann und es ist wahr, auch nicht sagen. Und wenn wir etwas wissen, was einem anderen helfen kann und es ist wahr, den richtigen Moment dafür finden. Der richtige Moment ist dann gekommen, wenn wir nicht besser wissen, wenn wir nicht ablehnen, sondern wie eine liebende Mutter mit dem Menschen reden können, von dem wir wissen, dass er uns hören will. Sehr häufig wollen die Menschen einen gar nicht hören. Sie hören zwar, aber sie hören nicht zu. Der Buddha hat das auch erlebt natürlich und hat, wie ja diejenigen wissen, die seine Lehrreden schon gelesen haben, alles immer wieder wiederholt. Weil man hört, aber man hört nicht zu. Diese Wiederholungen sind manchmal beim Lesen etwas langweilig. Aber so war es eben. So hat er gesprochen. Weil das eben eine menschliche Eigenschaft ist. Das heißt also, wenn wir etwas wissen, was einem anderen helfen kann, und es stimmt, es ist wahr, und wir wissen, dass der andere uns hören will, er hat die Zeit, er hat die Offenheit, dann müssen wir erst einmal feststellen, ob wir die Liebe und das Mitgefühl
und das Verständnis für den anderen schon empfinden, sodass die Worte auch wirklich herüberkommen können. Bei den Hindernissen sind die anderen drei, die Lässigkeit und Trägheit des Geistes, im Allgemeinen ein Ausdruck der Gier, weil sehr häufig scheint uns nichts zu tun mit dem Geist oder nichts Produktives zu tun, als wäre das angenehm. In Wirklichkeit arbeitet der Geist sowieso, und wenn er sowieso arbeitet, kann er ruhig produktiv sein. Und die Unruhe und Rastlosigkeit ist mehr auf Hass zurückzuführen, weil das, was wir haben, uns nicht befriedigt. Und wir es daher ablehnen. Zweifelsucht ist auf jeden Fall auf Hass zurückzuführen. Und es ist nicht so weit verbreitet, wie die ersten beiden. Die ersten beiden Hindernisse sind die am weitesten verbreiteten. Und sie beim Namen zu nennen und damit etwas zu tun, ist ein ganz wichtiger Schritt. Die positiven Gedankeninhalte hat der Buddha auch beim Namen genannt. Und zwar hat er in diesem Zusammenhang die sieben Erleuchtungsfaktoren genannt. Und die sieben Erleuchtungsfaktoren, es gibt auch 37, aber die sieben sind sozusagen eine Kurzfassung, fangen an mit Achtsamkeit. Das heißt also, wenn wir merken, wir sind achtsam, so ist das ein positiver Faktor. Und wir können das ohne weiteres weiterführen. Und das zweite ist das Untersuchen der Phänomene. Und das bedeutet, dass wir uns beschäftigen mit Vergänglichkeit, Dukkha und Substanzlosigkeit. Eins von den dreien. Und wenn wir merken, dass wir uns damit beschäftigen, so ist das ohne weiteres weiterzuführen. Diese drei heißen die drei Daseinsmerkmale, die Tilakanas. Ti ist drei, Lakana, Daseinsmerkmale. Und des Buddhas Aussage ist, dass alles, was existiert, diese drei Daseinsmerkmale hat. Alles, was existiert und durch Bedingungen existiert. Nun ist es so, dass sollte ein unheilsamer Gedanke hochgekommen sein, so ist es äußerst hilfreich, sofort umzuschalten. Je schneller, desto besser. Auf eins der drei Daseinsmerkmale. Mit wem bin ich ärgerlich? Mit den Haaren oder den Zähnen oder der Haut oder den Augen oder der Nase, die da vor mir stehen? Oder mit wem bin ich ärgerlich? Ein Menschen, der genauso viel Dukkha hat wie ich? Oder mit einer total vergänglichen Situation? Auf was schimpfe ich? Über wen rege ich mich auf? Dasselbe mit sich selber natürlich. Wenn man sich selber tadelt, über sich selber schimpft, sich selber negativ betrachtet. Wen betrachte ich denn da eigentlich negativ? Um was geht's denn da? Dieses Umschalten auf eins oder alle drei dieser Daseinsmerkmale kann uns in jeder Lebenslage helfen, die unheilsamen Gedanken loszulassen. Und zwar sehr schnell. Aber dazu muss man natürlich erst einmal die Zweifelsucht abgelegt haben. Dass man nicht doch noch was findet, was nicht vergänglich ist. Dass man nicht doch noch etwas finden kann, was nicht Dukkha ist. Und dass man vielleicht doch noch was finden kann, was Substanz hat. Wenn man das abgelegt hat, dann kann man das benutzen. Hat man das noch nicht abgelegt, dann sollte man die drei untersuchen.
Das hat der Buddha überhaupt als den Weg zur Weisheit, zur Einsicht, zum Klarblick empfohlen. Diese drei zu untersuchen. Man kann sich eins davon aussuchen. Muss nicht alle drei untersuchen. Man kann sich eins aussuchen und immer wieder den Geist dorthin lenken. Es ist bedeutend besser, als den Geist auf die eigenen Probleme zu lenken. Die lösen sich alle in Wohlgefallen auf, wenn wir diese Daseinsmerkmale einmal so verstanden haben, dass sie ein Teil unserer selbst geworden sind. Dann lösen sich diese Probleme alle in Wohlgefallen auf. Die sind alle persönlich. Und persönlich ist sowieso eine Illusion. Das heißt also, statt mit den eigenen Problemen sich zu beschäftigen und natürlich dadurch sehr leicht immer negativer zu werden, sich mal mit diesen Daseinsmerkmalen zu beschäftigen und auch mal festzustellen, ob man wirklich etwas finden kann, was dagegen spricht, gegen diese drei Daseinsmerkmale. Kann ich etwas finden, was nicht vergänglich ist? Kann ich etwas finden, was mich permanent befriedigt, wovon ich weiß, dass ich es immer bei mir behalten kann, dass es niemals sich ändern wird? Und kann ich eine Kernsubstanz in mir selbst finden? Und da gibt es natürlich lauter Ideen. Und da muss man feststellen, ob das eine Idee ist oder ein Erleben. Der Buddha hat von Erleben gesprochen und nicht von Ideen. Er hat keine Ideen gehabt. Und das müssen wir dann auch feststellen. Die dritte von den sieben Erleuchtungsfaktoren ist die Willenskraft, Entschlusskraft, Energie. Also ein Gegenmittel gegen die Lässigkeit und Trägheit des Geistes. Diese Energie hochzubringen, sollte sich aber immer wieder darauf beziehen, diese drei Daseinsmerkmale zu untersuchen und nicht noch geschäftiger zu werden, als man schon ist. Wir haben alle nur eine bestimmte Möglichkeit der Energie. Wir sind nicht vollkommen so beschaffen, dass unsere Energie unendlich ist. Und es handelt sich nicht um Körperenergie, obwohl das natürlich auch hilfreich ist, sondern es handelt sich um die geistige Energie. Es handelt sich darum, den Geist produktiv zu verwenden. Das bedeutet nicht produktiv auf der materiellen, weltlichen Ebene, sondern auf der Ebene des Läuterungsprozesses, der zum Klarblick führt. Wenn wir dies empfinden, dass der Geist so engagiert ist, so ist das etwas Positives und wir können es weiterführen. Haben wir es nicht in uns, sondern der Geist ist beim Säuseln, dann ablegen und die Geistesenergie hochbringen. Je besser die Meditation funktioniert, vor allen Dingen die Vertiefung, desto mehr Geistesenergie hat man. Die ganz abgesehen von der Körperenergie ist, die nicht unbedingt damit zusammenhängt. Wenn zu viel Körperenergie ist, dann ist es sehr schwer, zur Sammlung zu kommen, zur Geistessammlung, zur Konzentration. Wenn die Konzentration sich in diese Trance-Zustände verwandelt, dann verliert man die Energie. Es ist ein Balancierakt, keine Extreme. Immer wieder praktizieren und üben, aber nicht in Extreme ausarten.
Es gibt viele Menschen, na, viele nehme ich zurück, es gibt Menschen, die glauben, dass man nur spirituell ist, wenn man auf dem Kissen sitzt. Dass alles andere eine Störung des spirituellen Lebens ist. Wenn man das glaubt, dann hat man überhaupt nichts begriffen von dem, was der Buddha gesagt hat. Und es ist nicht so selten, wie es sein sollte. Es passiert immer wieder. Spirituell ist nur, wenn ich auf dem Kissen sitze. Im Gegenteil. Das ist eine Unterstützung, die Meditation. Es ist ein Mittel zum Zweck. Es ist kein Zweck an sich. Ohne dieses Mittel ist es äußerst schwierig. Es ist schon schwierig genug mit dem Mittel, aber ohne das Mittel ist es noch viel schwieriger. Aber auf keinen Fall glauben, dass das Spirituelle ist und alles andere nicht zählt. Wie man seiner Umwelt begegnet, ist entweder spirituell oder materiell. Liebe für die Menschen um einen herum ist das Spirituelle. Die unheilsamen Gedanken ersetzen, das ist der spirituelle Pfad. Achtsam sein bedeutet Rücksichtnahme. Auf andere Rücksicht nehmen. Wenn man rücksichtslos ist, hat man überhaupt nicht begriffen, um was es geht. Das macht man alles am Alltag. Dieser Wahnsinn zu glauben, und es kommt immer wieder vor, dass nur wenn ich mich aufs Kissen setze, ich ein spiritueller Mensch bin und sobald ich aufstehe, keiner mehr bin, weil die anderen Menschen mich auch dabei stören, weil die sich nicht dazu gesetzt haben, das verbaut einem den ganzen spirituellen Weg. Spirituell zu sein, ein meditatives Leben zu führen, bedeutet, dass man immer auf sich aufpasst und ein Quell von Glück und Freude ist für sich selbst und andere. Die Liebe in sich entwickelt, sodass der Hass und die Ablehnung verschwinden. Hass und Ablehnung für sich selbst und andere. Dass die Reinheit überhand nehmen kann. Dass die Läuterung fortschreitet, das ist spirituell. Es hat nichts mit irgendwelchen Kristallen zu tun. Und es hat auch nichts damit zu tun, wie oft und wie lange ich sitze. Da hat der Ajahn Chah, ein sehr berühmter Meditationsmeister, im Norden Thailands, er ist jetzt gestorben, einmal einen herrlichen Ausspruch von sich gegeben. Da kamen auch so ein paar Westler zu ihm, er hat sehr viel Westler unterrichtet, und haben ihn gefragt, wie lange man sitzen muss jeden Tag, um das spirituelle Leben zu leben. Und da hat er gesagt, also, das ist so, ein Huhn, das sitzt 3 Wochen. Ohne sich zu rühren, steht nur ab und zu mal auf und dann setzt sich gleich wieder hin. Und was kriegt es? Kleine Küken. Es liegt überhaupt nicht daran, wie lange man sitzt. Es ist die Qualität des Sitzens, nicht die Quantität. Was da für oft für falsche Gedanken hochkommen. Man sollte natürlich jeden Tag sitzen, das ist klar. Aber die Qualität ist viel wichtiger. Wenn dieses Huhn da kleine Küken kriegt nach 3 Wochen, dann hat es 3 Wochen hintereinander gesessen. Mit ganz kurzen Unterbrechungen. Na, die Qualität war nun nicht sehr großartig. Die Quantität war erstklassig. Man soll sich daran erinnern, an dieses Huhn. Das heißt aber nun nicht, sich überhaupt nicht hinzusetzen. Das sind alles Extreme. Balance sagt, immer in der Mitte bleiben. Darum heißt auch des Buddhas Lehre der mittlere Weg. Keine Extreme nach keiner Richtung.
nirgends zu viel, nirgends zu wenig. Balancieren. Und dann kommt durch das Balancieren und durch die Stetigkeit und durch die Geduld und durch das immer wieder achtsam sich selbst untersuchen, kommt ein neues Bewusstsein. Das neue Bewusstsein, diese dritte Grundlage der Achtsamkeit, die Gemütsstimmungen, ist dann ein Bewusstsein des Ideals, was es für einen Menschen gibt. Es gibt das Ideal der Erleuchtung. Und wir alle tragen den Samen dafür in uns. Wäre das nicht der Fall, dann hätte der Buddha uns nicht die Lehre zu übermitteln brauchen. Denn nur dort, wo der Samen vorhanden ist, kann er zur vollen Blüte kommen. Ohne den Samen wird gar nichts. Da er selbst erleuchtet war, können wir also annehmen, dass seine 45-jährige Lehrtätigkeit darauf beruht hat, dass er gewusst hat, dass wir alle diesen Samen in uns tragen. Obwohl er natürlich sehr häufig nicht zu finden ist und wir ihn nicht erkennen und überhaupt nichts davon wissen, weil es uns keiner gesagt hat, deswegen haben wir ihn dennoch in uns. Das ändert nichts daran. Wenn wir das als eine Bewusstseinsebene, als eine Gemütsstimmung in uns tragen, dass das das höchste Ideal für die Menschheit ist, für jeden Menschen ist, aber natürlich können es nur wenige in einem Leben zur Vervollkommnung bringen, so wissen wir auch, dass dieser Weg, den wir gehen, das Bedeutsame in unserem Leben ist. Und der Weg, den wir gehen, ist von morgens bis abends. Der ist nicht nur, wenn wir uns da hinsetzen. Wir machen einen intensiven Kurs, um die Meditation zu stärken, zu unterstützen, die Lehre des Buddhas in einem Umfeld zu hören, wo wir gewillt sind, zuzuhören. Auch das ist natürlich nicht immer der Fall. Sollten wir in unserem Büro tätig sein, ist es nicht sehr leicht möglich, dass wir die Buddha-Lehre da in uns aufnehmen können. Es ist schon schwierig genug hier. Dieses eine Änderung der Bewusstseinsebene bringt automatisch eine Änderung der Gemütsstimmung. Das ist überhaupt gar keine Frage. Die Änderung der Gemütsstimmung bringt ohne jegliche Schwierigkeit eine Änderung der Inhalte unserer Gedanken. Die Hindernisse werden weniger, verschwinden nur teilweise, sukzessive durch die, was Pfad und Frucht heißt. Aber sie werden weniger und die 7 Erleuchtungsfaktoren kommen immer mehr und mehr zum Vorschein. Sie sind nur Erleuchtungsfaktoren, wenn wir sie perfekt gemacht haben. Aber sie sind unsere Freunde. Sie sind unsere Unterstützer. Sie sind das, was uns den Weg bahnt. Die ersten 3 habe ich bereits genannt. Und es ist natürlich in einem Kurs wie diesem, in der Zeit, die wir haben, nur möglich, sie kurz zu nennen und ihnen kurz einen Gehalt zu geben. Die Achtsamkeit als erstes, als zweites die Entschlusskraft, Willenskraft, Energie und das dritte, was ich genannt habe, ist die Untersuchung der Daseinsmerkmale. Diese 3, Untersuchung der Daseinsmerkmale ist im Allgemeinen als zweites und die Energie das dritte,
Und diese drei sind auf dem Weg der Einsicht. Sie bringen uns diese neuen Bewusstseinsmöglichkeiten. Und dann kommen vier, die sich um die Meditation handeln. Und das erste davon ist das, was ich ziemlich detailliert erklärt habe, Piti, P-I-T-I, das Entzücken. Also wir können daraus entnehmen, dass um diese Bewusstseinsebene der Erleuchtung in uns zu fördern, wir schon die Meditation brauchen und die Konzentration lernen müssen. Aber wir brauchen alles, was dazu gehört. Und das habe ich am ersten Abend hier gesagt und möchte es jetzt wiederholen. Meditation ist eine spirituelle Disziplin, die nicht alleine stehen kann. Sie muss eingebettet sein in den Läuterungsprozess, das heißt also die Tugend, und in der Einsicht, den Durchblick, den Klarblick. Es ist sozusagen die Brücke zwischen beiden. Der Läuterungsprozess ist auch durch die Meditation äußerst unterstützt, durch die Achtsamkeit, das habe ich bereits erklärt. Aber wenn wir diese drei nicht zusammen verwenden, dann funktioniert keins von ihnen. Das kann gar nicht funktionieren, weil wir immer wieder absacken, abrutschen. Die Welt um uns herum beeinflusst uns sehr stark. Die Welt um uns herum macht etwas ganz anderes. Wir können äußerlich genau dasselbe tun wie die Welt um uns herum, aber innerlich etwas anderes. Wir brauchen also dieses Eingebettetsein in das Verständnis und das Erkennen der Totalität dieser spirituellen Lehre, die uns den Weg bahnt zu einem vollständigen inneren Frieden. Diesen Weg, den wir uns bahnen, ist jeder Schritt, den wir auf diesem Weg machen. Die Namen, die dann die nächsten Erleuchtungsfaktoren haben, der nächste heißt Ruhe, Gestilltheit, Stille. Was dann die nächste Schritt sozusagen auf der Ebene der Vertiefung ist. Dann kommt das Wort Sammlung, Geistessammlung, Konzentration. Und als letztes kommt Gleichmut. Gleichmut haben wir bereits besprochen. Es hat natürlich viele Ebenen. Auf der Ebene des Erleuchtungsfaktors ist es eine durch Einsicht hervorgebrachte innere Festigkeit, die unerschütterlich ist. Und bei der wir dann auch nicht mehr von den Emotionen anderer beeinflusst werden. Aber das ist der Idealzustand. Diese sieben Erleuchtungsfaktoren, die also das Positive in den Gedanken sind, können wir auch danach untersuchen. Wir müssen uns nur merken, bin ich konzentriert oder habe ich Unruhe und Rastlosigkeit? Habe ich ein inneres Entzücken oder aber bin ich mal wieder bei meinen Negativitäten oder bei meinen Begierden gelandet? Dieses innere Entzücken, was ein meditativer Faktor ist, ist aber nicht nur das, sondern ist auch möglich, im täglichen Leben festzuhalten und zu empfinden, wenn wir unsere Gemütsstimmungen kennenlernen. Und als letztes sind wir aufgeregt oder ablehnend
Oder haben wir Angst oder haben wir Gleichmut? Gleichmut zu erkennen in sich selbst ist nicht ganz einfach. Es rutscht in Gleichgültigkeit ab, wenn es ohne Liebe ist. Es rutscht in Uninteressiertsein ab, wenn man sich überfordert fühlt. Es ist nicht ganz einfach, da das genaue Erkennen zu haben. Dazu braucht man etwas Übung. Aber wie ich bereits gesagt habe, Geduld. Immer etwas. Um noch einmal die Grundlagen der Achtsamkeit zu rekapitulieren. Das erste ist der Körper. Bewegung. Die absichtlichen und auch die Bewegungen, die impulsiv kommen, auch beachten. Die Gefühle, die auch die Emotionen mit einschließen. Dann unsere Gemütsstimmungen, was ein sehr interessanter und auch wichtiger Aspekt ist, sich auf der Ebene kennenzulernen, da gerade, wenn man da etwas ändern kann, so ändert man ohne jegliche Ärgernisse und Schwierigkeiten, weil es ja noch nicht zum Ausdruck gekommen ist. Es ist ja nur eine Gemütsstimmung. Und das Letzte, Inhalt der Gedanken. Nun kann man natürlich auch etikettieren, heilsam oder unheilsam, das ist klar. Aber sehr häufig wird gefragt, ja, was ist denn heilsam und was ist denn unheilsam? Und des Buddhas Anweisungen sind, diese 5 Hindernisse zu kennen, in sich zu kennen als Feinde, ihre Namen zu kennen, zu wissen, wenn sie hochkommen, sich nicht zu tadeln dafür, sondern nur vielleicht sie etwas kühl zu begrüßen. Und zu sagen, ach so, da bist du ja Nummer 3 oder Nummer 4. Und sich dann vielleicht abzuwenden davon, nachdem man diese kühle Begrüßung hinter sich hat. Und dann sich einmal mit den Erleuchtungsfaktoren zu beschäftigen, die das Positive in uns ausmachen. Und gerade erst einmal Achtsamkeit, Nummer 1. Gleichmut Nummer 7 und das Untersuchen der 3 Daseinsmerkmale, 1 davon oder alle 3, sich immer wieder darauf zu besinnen, diese 3 Daseinsmerkmale hat der Buddha uns mitgeteilt. Kann ich sie erkennen oder glaube ich, dass das gar nicht für mich stimmt? Bin ich ausgenommen davon, bin ich nicht vergänglich, unbefriedigt und substanzlos? Oder gehöre ich mit da rein? Untersuchen. Und die Willenskraft, die Entschlusskraft, wie viel habe ich davon? Oder wie leicht lasse ich mich treiben? Und wohin lasse ich mich treiben? Diese Dinge im Geist immer wieder hochzubringen, die positiven, die negativen loszulassen, ist der Weg der Läuterung. Die Achtsamkeit, unser Mittel dazu, die Meditation, das Mittel, um die Achtsamkeit zu schärfen, den Geist zu schärfen, ihn auf einen Punkt zu bringen und dann von morgens bis abends zu benutzen. Wir sind sowieso die ganze Zeit beim Denken, von morgens bis abends. Können wir genauso gut mal über die 3 Daseinsmerkmale nachdenken. Ist wahrscheinlich viel nutzbringender und hilfreicher als die meisten Sachen, über die wir nachdenken. Das heißt nicht, dass es nicht Dinge gibt, über die wir nachdenken müssen. Das ist klar. Jeder hat Verpflichtungen, die er erfüllen muss.